Ich platze gleich mal mit einer super guten Nachricht gleich heraus. Wir sind nur noch eine dicke Gewinnwarnung von neuen Allzeithochs entfernt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, es ist schon ein bisschen absurd. Gestern Apple mit dieser saftigen Umsatzwarnung, weil eben hier mit China ein kleines Problemchen besteht. Und welcher Index hat es gestern ins Plus geschafft? Der Nasdaq ist es gewesen. Alle anderen waren im Minus, wenn auch gleich nicht allzu deutlich, aber der Nasdaq hat es ins Plus geschafft, unter anderem durch eine inzwischen sehr schwergewichtete Tesla, die aufgrund einer, naja, wie soll man sagen, etwas obskuren Empfehlung einer amerikanischen Bank, wo man gesagt hat, ja, das Bull-Case-Szenario, das bullische Szenario würde voraussehen, dass die Aktie auf 1200 Dollar steigt. Das haben dann manche ernst genommen, obwohl die Absatzmöglichkeiten für Tesla in China derzeit eher ungünstig sind, obwohl hier Schwierigkeiten in Deutschland sind mit dieser Factory, die man bei Berlin errichten will. Aber was interessiert das schon? Wir haben ja einen Bull Case, deswegen kaufen wir da rein. Also das ist so ein bisschen symptomatisch. Man denkt sich offenkundig, hey, alles egal, wir werden so oder so letztendlich dann gerettet werden. Schauen Sie mal hier den Unterschied zwischen dem Nasdaq und dem Offshore-Yuan. Normalerweise der Yuan ein sehr gutes Risikoparameter und sie laufen meistens auch relativ klar seitwärts. Hier Sven Henrik dann mit dieser Bemerkung, we are one more revenue warning away from new all-time highs. Da kann man wohl nichts anderes mehr dazu sagen. Wir sehen dann, dass wir ein bisschen so diesen Verlauf imitieren aus den Jahren 1999 bis 2001. Damals war das keine Blase, meine Damen und Herren. Es war nur eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass der Index dann hat leicht fallen müssen. Aber insgesamt stehen wir ja jetzt auch schon wieder höher als damals 1991 bis 2001. Also wer jetzt kauft, der hat dann die Chance, vielleicht in 30 Jahren auch wieder ins Geld zu kommen, Gewinne zu machen. Market is taking coronavirus in relative stride, sagt hier Carl Quintanilla, der interviewt hat einen Herrn von Macrostat, nämlich Mr. Jeffries. Und Mr. Jeffries hatte gestern auf CNBC gesagt, we're gonna have more QE before you can blink. Wir werden mehr QE bekommen, bevor ihr überhaupt zwinkern könnt, bevor, wenn die Dinge hier schlimmer werden. Ich glaube, das ist vielleicht der zentrale Satz, der erklärt, was da eigentlich abläuft an den Aktienmärkten. Fundamental verschlechtert sich die Situation immer weiter. Aber das ist ja faktisch eine gute Nachricht, weil dann die Notenbanken einsteigen müssen. So die Logik heute, das FED-Protokoll, by the way, heute Abend um 20 Uhr. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, wie sie sich derzeit darstellen. Wir haben jetzt Meldungen von Nikkei, dieser japanischen Wirtschaftszeitung, die sagt, ja, es wird langsam eng mit dem Nachschub für iPhones. Da ist praktisch die Produktion viel, viel langsamer angelaufen, läuft nur auf ganz schmaler Sparflamme sozusagen bei den chinesischen Herstellern. Apropos chinesische Hersteller, schauen wir uns mal ein paar Statistiken an. Hier sehen wir, dass China nach wie vor, obwohl jetzt der Fokus mehr auf den Konsum gelegt ist, 60% des BIPs in China Konsum sind, nach wie vor mit Abstand der größte Manufacturing-Standort der Welt. Wir haben 28,4%, die Amerikaner liegen nur bei 16,6%. Wenn wir uns das mal anschauen, zum Beispiel im Falle von Apple, dann hat Apple zwar nur einen Umsatzanteil in China, in Greater China, mit Taiwan, mit Hongkong zusammen von 17%, ist seit einigen Jahren rückläufig. Man verdient 43,7 Milliarden Dollar in 2019. Fiskaljahr 2019 geht bei Apple immer bis September. Aber das Entscheidende ist ja, dass Apple völlig abhängig davon ist, dass seine Geräte in China produziert werden. Das ist das eigentlich große Risiko, weniger der Absatzmarkt für Apple, der hier entscheidend ist. Und ich wollte Ihnen hier nochmal zeigen, Absatzmarkte und Produktion. Wir sehen hier China mit 28,4% der gesamten Weltproduktion absolut dominant. Dann kommen die Vereinigten Staaten 16,6%, Japan 7,2% und dann Deutschland 5,8%. Jetzt am Gesamtkuchen. Die Amerikaner, obwohl sie ja eigentlich nichts produzieren als heiße Luft, haben dennoch 16,6% schlichtweg, weil sie halt ein paar Leute mehr sind als wir Deutschen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass ein bisschen Ratio doch erkennbar ist an den Märkten. Wir sehen, dass Aktien, die zum Beispiel China-Exposure haben, in den USA sich schlechter entwickeln als der S&P 500.
Und wenn wir uns mal anschauen, welche Branchen hier besonders diese Exposure haben, dann ist es vor allem Semiconductor, also die Werte, die im Nasdaq 100 unter anderem enthalten sind, der gestern als einziger Index gestiegen ist. Technology, Hardware, Equipment, Consumer Services, also praktisch Technologie, das ist das, was die meiste Exposure, die meisten Schnittpunkte mit China hat, den größten Anteil seines Geschäfts an China hat, und die sind besonders gut gestiegen. Schauen wir uns mal an, was hier noch der Fall ist. Wir haben gestern ja die Situation, dass Russland die Grenzen zu China geschlossen hat. Es dürfte so sein, dass früher oder später nicht nur Russland seine Grenzen zu China schließt. Hier die amerikanische Gesundheitsbehörde warnt schon vor einem Medikamentenengpass. Wir haben neue Zahlen wieder mal aus China, herrliche Zahlen. Da sehen wir, dass es nur 1749 Neuinfektionen gibt bei 136 Toten. Da jubelt man, weil man sagt, naja, die Zahlen außerhalb von der Provinz Hubei, die fallen jetzt den 15. Tag in Folge und zeigt hier Peking 6, Hebei 4, Guangdong 3 und so weiter. Also man versucht nach wie vor das Problem so ein bisschen runterzukochen, hat man den Eindruck, es scheint zu gelingen. Die Märkte glauben das irgendwie, es ist eine politische Zahl. Ich hatte das mehrfach schon erwähnt. Schauen wir uns jetzt die Dinge an, wie sie sich in den Charts darstellen, was wir hier sehen. Ups, das ist der Nasdaq 100, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Eben jener Index, der es gestern als einziger geschafft hat, ins Plus zu drehen. Wir haben die asiatischen Märkte positiv, Nikkei im Plus, chinesische Aktienmärkte mehr oder weniger unverändert. Da tut sich nicht so wahnsinnig viel. S&P 500, noch ein Blick, 3.379. Was macht der DAX aus dieser ganzen Geschichte? 13.750. Nach wie vor ziemlich knapp unter dem Allzeithoch. Wir sehen nach wie vor Dollarstärke auf breiter Front. Bis auf, naja, zu Gold werden wir gleich sehen. Wir sind unter der 1.08er Marke, damit auf dem tiefsten Stand seit 2017. Wir sehen, dass Gold über die 1.600er Marke nachhaltig jetzt ein bisschen geklettert ist. Nächster Widerstand 1.620. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das bei $52.73 hantiert. Also, es ist eine bestimmte Form des Humors, der offenkundig da der Fall ist an der Wall Street. Man denkt sich, okay, wir spielen nach den Regeln des Casinos und nicht nach den Regeln der Realität. Da ist irgendwie offenkundig eine andere Logik dahinter und die zieht man relativ konsequent durch. Jetzt sind wir nur noch eine dicke, fette Gewinnwarnung von neuen Allzeithochs entfernt. Und wer jetzt kauft, der hat sicherlich in 30 Jahren die Chance, sogar ins Plus zu kommen. Das kann man doch nicht wirklich, naja, wie soll ich sagen, das kann man sich doch nicht entgehen lassen, oder? Jetzt sage ich erstmal das Allerbeste Ihnen. Servus und ciao.